grüß euch, Freunde. Gut, dass ihr da seid. Es gibt nämlich mal wieder etwas Neues zu berichten von unserem Helden Darkwing Duck. Das Ganze begann in der Vortragshalle von St. Erpelsburg, in der eine gewisse Mrs. Howell an diesem Abend einen Lichtbildervortrag hielt und dabei um Spenden für bedrohte Tiere in den Sümpfen des Südens bat. Und nun zeige ich Ihnen Lichtbilder von bedrohten Tierarten, denen Sie durch Ihre Spende an die Gesellschaft zur Rettung der Sümpfe des Südens geholfen haben. Wir hatten immenses Glück und bekamen diese äußerst seltene gelbschwänzige Sumpfwassernatter vor die Linse. Beachten Sie bitte! In diesem Moment kam ein hässliches kleines Männchen mit einem Alligator hinter der Leinwand hervorgesprungen, das es auf nichts anderes als die Spendenkasse abgesehen hatte. Hey, ich hab gehört, ihr Stadtfrecke zieht hier eine Sammlung zugunsten der Sümpfe ab. Ich bin Jambalaya Jumbo, ein echter Sohn der Sümpfe. Nun, diese Scheinchen sind so etwas wie ein warmer Regen für mich. Davon sind Sie abscheulicher Knochen! Schmeicheleien ziehen bei mir nicht her mit der Penutze! So, hübsche Frau, jetzt bekommst du dein Fett weg! Das war leichter als eine Schnappschildkröte im Katzenfisch wegzuschnappen. Dieser Jumbo hatte sich soeben die Spendenkasse geschnappt, als plötzlich der Schrecken aller Verbrecher am Ort des Geschehens auftauchte. Darkwing Duck. Aber natürlich kam er nicht allein. Er hatte seinen ständigen Begleiter Quack dabei, der sich allerdings sofort ein Vergnügen daraus machte, mit seinen Fingern vor dem Licht des Dia-Projektors Schatten auf die Leinwand zu werfen. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Grauen, das dich in deinen Albträumen nimmt. Quack, was treibst du da? Ich war ein Vögelchen und jetzt ein Hündchen. Wuff, wuff. Lass das, Quack. Entschuldige, Darkwing. Ich bin der Schrecken. Oh, dieser schreckliche Kerl entkommt mit all unseren Spendengeldern. Das weiß ich. Ich bin der Schreck. Also unterbrach Darkwing endlich seine Rede und packte diesen seltsamen Jumbo am Kragen. Abliefern, Sumpfbacke! Das war ein Geldlos! Ein kleiner Fisch. Den werfe ich wieder zurück. Ab ins Kitzchen. Im Namen aller bedrohten Tiere überall auf der Welt möchte ich Ihnen hiermit danken und... Wirklich sehr freundlich. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich werde aus ihm eine bedrohte Tierart machen. Doch noch bevor Darkwing seinen Gefangenen abtransportieren konnte, kam der Alligator angewetzt, befreite Jumbo und entkam mit ihm unbehelligt. Sie flüchteten in ihr Versteck an einem kleinen See, wo Jumbo seinem Ärger über die erlittene Niederlage erstmal freien Lauf ließ. Und ich dachte, es wäre ein Klacks, diese Stadt auszunehmen. Deswegen sind wir zwei Sumpfblüten doch hierher gezogen. Um diesen Städtern zu zeigen, was eine wirklich miese Harke ist. Und was passiert uns bei unserem ersten Coup? Er geht voll in die Hosen, weil uns so ein schäbiger Möchtegern Batman vor der Nase rumplattert, wie Graf Dracula ein Hut raus. Und jetzt sag ich dir noch was, es ist besser für ihn, er bleibt auf seiner Seite vom Sumpf. Denn das nächste Mal, wenn er Jambalaya Jumbo ins Handwerk pfuscht, ist das letzte Mal. Garantiert. Inzwischen stand Darkwing auf seinem Balkon und spähte durch sein Fernrohr, in der Hoffnung, den entkommenen Gauner zu entdecken. Dabei bemerkte er nicht, dass Quack damit beschäftigt war, Kekse zu backen, was eine ziemlich starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Irgendwo in dieser Stadt lauern ein Sumpfgnom und sein erschreckend großer Alligator auf ihre Chance. Doch St. Erpelsburgs Bürger können friedlich schlummern, denn Darkwing Duck wacht über sie. Ganz egal, in welchem Loch sich das Ungeziefer verkrochen hat, Darkwing Duck wird es ausräuchern. Die Stadt steht in Flammen! Das ist die Flammenhölle des Jahrhunderts! Ruf die Feuerwehr, ruf die Polizei! Oh, ruf meine Versicherung an! Möchtest du Schokokeks, Darkwing? Du hast die gebacken. Und du hattest ein Rezept, ja? Na klar, aus dem Knack- und Backstudium Fernsehen. Natürlich habe ich ein wenig improvisiert.
Und, magst du noch eins? Nein, danke, Quack. Ich mache gerade eine Wasserdiät. Und das war auch nötig. Denn Quacks Schokokekse waren so scharf, dass Darkwing regelrecht Feuer spucken konnte. Inzwischen waren Jumbo und sein Alligator dabei, ein neues Ding zu drehen. Sie waren in den Tresorraum einer Bank eingedrungen. Gumbo, der Alligator, hatte ein Seil um den Hals und versuchte gerade, die Tresortür aufzuziehen. Nein, nur noch ein kleines Stückchen. Gumbo, komm schon. Das ist Karpfenfisch Müllerin, die magst du doch so gerne. Mein liebes Schwänchen, das wird leichter als eine Beutelratte, den Beutel auszuplündern. Sei so lieb und halt mal die Kokoli in der Tasche. Doch Jumbo hatte gerade das Geld in die Tasche gepackt, als wieder einmal Darkwing Duck, wie aus dem Boden gewachsen, vor ihm stand. Ja, du? Wie konntest du uns finden? Ihr Sümpflinge habt wohl noch nie was von Alarmanlagen gehört. Ich buchte dich jetzt ein. Eine Zelle finde, die klein genug ist. Keine Bange, Darkwing, an mir kommt sie nicht vorbei. Wenigstens habe ich die Barschaft gerettet. Tja, dieser Jumbo war schon wieder entkommen, wenn auch abermals ohne Beute. Doch noch bevor Darkwing und Quack an die Verfolgung des Gauners denken konnten, erlosch im Tresorraum plötzlich das Licht. Oho, da hat irgendjemand seine Stromrechnung nicht bezahlt. Das kratzt mich nicht die Bohne, Quack. Darkwing Duck gedeiht im Dunkeln. Darkwing Duck blüht auf im Dunkeln. Unglücklicherweise sieht Darkwing Duck nichts im Dunkeln. Doch rein zufällig habe ich mein Magnum Flamm Notfallfeuerzeug dabei. Du hast es geschafft. Mit der Flamme hast du die Sprinkleranlage ausgelöst. Und wie soll uns das jetzt helfen, im Dunkeln was zu sehen? Jumbo und sein Alligator waren also wieder einmal entkommen. Und wieder ärgerte sich der Sumpfbewohner fürchterlich über seine erneute Niederlage. Das ist der Tropfen auf den heißen Stein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Niemand macht Jambalaya Jumbo auch nur einmal zum Trockel, geschweige denn öfter als einmal. Das kommt noch einmal. Der wird sich wundern. Wir werden ihn schon abkochen. Und zwar nach einem alten Hausrezept von Jambalaya Jumbo. Wir locken ihn, jagen ihn und zuschnappt die Falle. Dann... Yippie! Uns beide erwartet ein Riesenspaß, alter Haus. Jumbo hatte eine Idee. Er wollte Quack als Geisel nehmen. Zu diesem Zweck schnappte er sich einen Sack, in dem er Quack einzutüten gedachte, und schlich am Abend mit Gumbo vor Darkwings Küchenfenster, wo Quack gerade damit beschäftigt war, neue Schokokekse zu backen. Junge, Junge, wenn Alfred und Kiki aus dem Ferienlager heimkommen, werden sie sich wie die Wilden auf meine Kekse stürzen. Wenn ich sie nicht vorher selbst mampfe. Niemand liebt die süßen Dinger mehr als ich. Zeit, ins Bettchen zu schlüpfen. Ich höre schon Gespenster. Ach, ich nehme mir noch ein paar davon mit für die Nacht. Oh, ich glaube, der Zucker steigt mir zu Kopf. Aufgepasst, Gumbo, dass uns der Entenköder nicht flöten geht. Hey, was soll das Ganze eigentlich? Oh, lass mich raus! Eingesackt! Nicht mehr lange und unser Enterichmann schüttet uns in die Falle. Jumbo hatte den armen Quack bereits in seinen Sack gesteckt und war auch schon dabei, aus der Wohnung zu flüchten, als Darkwing, der im Nebenzimmer saß, endlich auf den Lärm aufmerksam wurde. Was ist das für ein Getöse? Oh! Alligatorfußabdrücke und ein Fetzen von Quacks Glücksschal. Entweder trägt der gute Quack neuerdings Krokodillederschuhe oder er ist diesem hinterhältigen Sumpfzwerg in die Hände gefallen. Die Kokoschuh-Theorie scheidet wohl aus. Halte durch, teurer Gefährte!
Mit diesen Worten sprang Darkwing aus der Wohnung und verfolgte die Flüchtenden durch die nächtlichen Straßen von St. Erpelsburg. Diese schleimigen Sumpfsäcke suhlen sich im falschen Pfuhl. Das da ist eine Sackgasse. Jambalaya, Jumbo, ich fordere dich auf, Quack sofort freizulassen und dich mir zu ergeben. Es gibt kein Entrinnen vor Darkwing. Dark, wo sind Sie hin? Ganz ruhig, ich sah Sie hier reinlaufen. Es ist eine Sackgasse, also können Sie nicht entkommen sein. Es sei denn, natürlich, das ist so offensichtlich wie der Schnabel in meinem Gesicht. Sie haben sich in meinen Rücken geschlichen. Nun, dann schleiche ich mich eben in Ihren Rücken und schneide Ihnen somit den Weg ab. Dieser Rambazamba, oder wie er heißt, ist vielleicht doch schlauer, als ich dachte. Tatsächlich war es Jumbo inzwischen gelungen, mit seiner Geisel sein Geheimversteck am See zu erreichen, wo es vor kleinen Kriechtieren nur so wimmelte. Dort hatte er Quack an eine Art Marterpfahl gefesselt und obendrein rundherum Dynamitstangen gelegt. Ach, ist das nicht ein heimeliges Plätzchen? Ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Kriechtieren. Sie sind genauso eklig wie ich. Kein Einspruch, altes Ekel. Omas Spezialmischung wird dafür sorgen, dass du dich nicht vom Fleck rührst, wenn ich mal nicht da bin. Mein lieber Fliegenpilzhut, was nennen wir bei uns im Sumpf Unkraut-Ex? Also aufgepasst, Gumbo, wenn er eine Muxer macht, dann hüpfst du hier auf den Auslöser. Ich werde inzwischen diese Stadtei Darkwing Duck zu Sumpfdotterfrikassee verarbeiten. Während Gumbo nun also auf Quack aufpasste, begann Jumbo in der Stadt nach Darkwing zu suchen. Es dauerte auch gar nicht lange, da hatte er ihn in einer der Straßen von St. Erpelsburg schon gefunden. Wenn Quack in dieser Stadt gefangen gehalten wird, wird Darkwing Duck ihn aufspüren. Nicht ein Blatt fällt zu Boden, nicht eine Taube fliegt, ohne dass er es bemerkt. Nichts entgeht seinem... Toi, toi, toi. Genau wie früher, als wir mit dem Pfannkuchen meiner Oma Frisbee gespielt haben. Du hast mir ins Handwerk gepfuscht, Schlauschnabel, und das kann ich nicht leiden. Jetzt möchte ich doch mal erleben, wie gut du bist. Im Fährten suchen. Sperr die Augen auf. Vielleicht finde ich diese Spur zu deinem Freund. Quacks Klamotten? Wieso will ein Schleimbeutel wie du mir helfen, meinen Gefährten zu finden? Weil während du hinter ihm her schnüffelst, ich auf die Jagd machen werde. Also begann Darkwing nun die Spur zu Quack zu verfolgen. Der saß inzwischen noch immer am Pfahl gefesselt und versuchte verzweifelt, den hungrigen Alligator zu beruhigen. In seiner Not bot er dem Tier sogar einen von seinen Schokokeksen an. Ruhig, Mausezahn. Lieb sein. Nicht aufregen. Schau, was ich habe. Ist das nicht ein Beineshapper? Ah, ja. Hey, das schmeckt dir, hä? Da kannst du gar nicht so böse sein. Du bist vermutlich nur tierisch verfressen. Tja, Gumbo war wohl das einzige Wesen der ganzen Erde, das Quacks Schokokekse ohne Schaden vertilgen konnte. Inzwischen war Darkwing bei seiner Spurenverfolgung auf einer Baustelle gelandet. Und dort lauerte dieser Jumbo bereits, um Darkwing eine fiese Falle zu stellen. Sieht nicht gerade einladend aus. Das wird lustiger als Frösche rasieren. Ein Kreuzer. Siehst du einen Kreuzer, heb ihn auf, dann nimmt das Glück bald seinen Lauf. Hallo, du lahme Ente. Bist du bereit für die nächste Runde? Gib Acht auf den frischen Zement. Dieser Trick hat doch einen Bart. Außerdem, es sagt mir mein sechster Sinn, dass das hier kein Zement ist. Du bist mir draufgekommen. Das ist kein Zement. Das ist Omas Lieblingsfalle. Darkwing bekam gar nicht so schnell mit, wie Jumbo es anstellte, aber auf einmal hatte der Gangster Darkwing gefesselt und in eine hohe Kiste ohne Dach gesteckt. Dieser Kobold merkt gar nicht, dass er sich gleich zweimal verrechnet hat. Zum einen kann ich diesem Seil binnen weniger Sekunden entschlüpfen und zum anderen hat diese Kiste keinen Deckel. Sie hat keinen Deckel, damit ich den Zement einfüllen kann.
Und diesmal ist es wirklich frischer Zement. Extrem schnell trocknen. Jetzt kannst du mir bestimmt nie wieder Ärger machen, Betonwichtsack. Jambalaya, Jambalaya, la 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 la. Na und? Ich stecke in 2 Tonnen Zement fest. Jetzt muss ich nur an meine biodynamische Handgranate rankommen und... Der tollkühne Darkwing Duck erscheint wieder auf der Bildfläche. Unversehrt entsteigt er seiner Zementzwangsjacke. Angesenkt, doch siegreich. Darkwing sah nun zwar etwas zerschunden aus, aber dafür hatte er sich von seinem Betonklotz wieder befreit. Das aber hatte der siegessichere Jumbo gar nicht mehr mitbekommen. Er war sich sicher, Darkwing nun endgültig los zu sein und machte sich auf den Weg zu seinem Geheimversteck, wo sich der Alligator dem armen gefangenen Quack immer mehr näherte. Mausezähnchen, mach bloß keinen Quatsch. Hela, lass das! Wirst du wohl aufhören, meinen Gelkopf zu füttern, hä? Danke, du hast mich gerettet. Nein, ich finde es nur viel lustiger, dich in den Himmel zu schießen. Wenn mir dabei etwas zustößt, bekommst du es mit Darkwing Duck zu tun. Das glaube ich kaum. Der ist inzwischen mausetot. Garantiert. Schon wieder falsch, Jumbo. Garantiert. Na, da hol mich doch das leibhaftige Sumpfmonster. Oh, das nenne ich Schwein da. Wo ist dieser schleimige Sumpfschrumpf hin? Wenn du mich fragst, ich glaube, er hat sich verkrümelt. Verkrümelt? Kann dieser Tag denn überhaupt noch schlimmer werden? 2, 1, Risiko! Also machten sich Darkwing und Quack wieder einmal auf die Suche nach dem Gauner Jumbo und seinem gefräßigen Alligator Gumbo. Darkwing ahnte schon, wohin sie sich verzogen hatten, und ging mit Quack, der schon wieder einen seiner Kekse in der Hand hatte, in die Kanalisation. Woher weißt du, dass sie sich hier unten verstecken, Darkwing? Du kannst Fragen stellen. Hast du nicht gerochen, wie der Kerl stinkt? Er kann nur hier unten sein. Hey, sieh mal, was ich habe. Den habe ich mir aufgespart für den Notfall. Gib ihn mir. Willst du ihn mir wegessen? Na, aufsparen für den Notfall. Was sagt mir, dass Jambalaya Jumbos Versteck in unmittelbarer Nähe sein muss? Wer sagt dir das, Darkwing? Dein Verbrecherjägerinstinkt, dein überlegener Intellekt? Mein Patschfüßchen sagt es mir. Hol mich da raus! Darkwing war in eine Fußangel getreten und Quack musste ihn erstmal aus dem scheußlichen Ding befreien. Während er das tat, schlichen sich Jumbo und Gumbo heimlich von hinten an die beiden heran. Du solltest besser darauf achten, wo du hintrittst, besonders in deinem Abwasserkanal. Hilfe! Hilfe! Keine Angst, Quack, ich werde es gar nicht. Du hast dich mit mehr Glück als Verstand aus einigen Patschen befreien können. Aber jetzt tragen wir es aus mit einem Freistuhl-Ringkampf. Freistuhl-Ringkampf? Du meinst vermutlich Freistil. Aber bevor wir anfangen, legen wir noch die Grundregeln fest. Das ist verboten. Und das ebenfalls. Und ganz besonders das hier. So weit habe ich alles begriffen, aber wie steht es damit? Oder damit? Das ist vermutlich auch regelwidrig. Jumbo, die Zeit ist reif, um dich deiner Strafe zuzuführen. Ich habe die Strafe für dich schon dabei. Ha, daneben. Gleich hast du das letzte Mal gespart, garantiert. Deine Garantie ist abgelaufen. Dieser uralte Trick wird dich nicht treffen. Ach nein. Ich bin der Schalke, der die Kanalisation durchflattert. Niemand treibt Jambalaya Jumbo in seinen eigenen Jagdgründen in die Enge. Doch Darkwing packte den kleinen Sumpfgangster am Kragen und hielt ihn fest, während Quacks Situation vor dem Alligator immer brenzliger wurde. Wie fühlt man sich, wenn man gejagt und gestellt wird? Diesmal hast du mich übersumpft, aber niemand bringt Jumbo dazu, etwas zu tun, was er nicht holen will. Ich fürchte, du irrst dich schon wieder, denn ich kenne jemanden, der das kann. Willst du mich damit füttern? Lass dich überraschen. Hey, Gumbo, lecker Kekschen. Nein, nein, bitte nicht, tu das nicht. Mit diesen Worten warf Darkwing den Schokokeks in Jumbos Hose.
Der Alligator, der unbedingt an den Keks wollte, kam nun wie wild angefegt und ging auf Jumbo los. Heimische Bär, du gierige Bestie! Ich bin doch nicht ein Bestien! Alles heil überstanden? Na klar doch, Quack. Wie du sehen kannst, klappen die Fänge der Gerechtigkeit wieder einmal über einen verbrecherischen Unhold zusammen. Ich würde sagen, der Abgang der beiden ist ein endgültiger, was, Darkwing? Ich würde mich darauf nicht verlassen, Quark. Und damit sollte Darkwing recht behalten. Denn Jumbo und Gumbo, die in den Abwasserkanal gefallen waren, trieben nun wohlbehalten draußen auf dem See. Als erstes werde ich dir, Schleckermaul, deinen Appetit auf Süßes versalzen. Dann gehen wir zurück und zeigen diesen hochschnabeligen Angeber, wer hier der wirkliche Obermacht ist. Die Welt kann niemals sicher sein vor einem, der Darkwing Duck ein Unentschieden abtrotzt und deine Schokokekse überlebt. Tja, wer weiß. Eines Tages wird es Darkwing vielleicht mal wieder mit Jumbo und seinem Alligator zu tun bekommen. Aber bis dahin warten noch jede Menge andere Abenteuer auf ihn. Aber mehr davon auf der zweiten Seite der Kassette. Also, bis gleich. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Und wir befinden uns auch schon gleich direkt im neuesten Abenteuer von Darkwing Duck. Es war mitten in der Nacht im Kunstmuseum von St. Erpelsburg. Darkwing und Quack beobachteten zwei Diebe, die gerade dabei waren, sich an den Kunstschätzen des Hauses zu vergreifen. Los, los, Beeilung, Flux! Wir haben schon fast alles eingesackt, bis auf die Feder! Kolossal klar, die cleveren Kriminellen klauen kostbare Kunstwerke. Der Boss ist vor allem auf die Feder scharf. Die Federflexer? Was findet ihr denn an dieser mickrigen Feder, hä? Bist du wirklich so doof? Das ist die Schwanzfeder von Lock, dem Eroberer, dem größten Helden aller Zeiten. Oh ja, genau, stimmt. Wusste ich doch. Was machen wir als nächstes? Wie wär's mit einem Kuraufenthalt im Staatsgefängnis? Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchplattert. Ich bin der Dosenöffner an der Sardinenbüchse der Gerechtigkeit. Ich bin... Darkwing Duck! So, mein Ruf rast mir also voraus. Los, rate sie aus, Knucks! Ja. Sofort griff einer der Verbrecher nach der Beute und warf sie auf Darkwing und Quack. Während Darkwing am Hinterteil von einer Hantel getroffen wurde, bekam Quack den ganzen Rest ab, verlor dadurch das Gleichgewicht und drohte nun aus dem offenen Fenster zu fallen. Musst du ihn ausgerechnet mit unserer Beute bombardieren, du Nullhirn! Frisch ans Werk! Oh, Darkwing! Oha, Freund Quack schwebt in Gefahr und mein strenger Ehrenkodex schreibt mir vor, dass das Leben eines Gefährten absoluten Vorrang hat. Außerdem, gutes Personal ist schwer zu finden. Komm schon, Flux, verdrücken wir uns, solange die Luft rein ist. Sie sind entkommen, entfleucht, geflohen, entwichen, ab durch die Mitte. Doch nicht verzagen, denn wie jeder Verbrecherjäger weiß, hinterlässt der Dieb immer eine Spur am Tatort. Nur habe ich nicht die leiseste Ahnung, wo sie sein könnte. Darkwing, du bist dir näher, als du denkst. Der Abdruck der Hantel, mit der mich diese miese Matrone malträtiert hat. Ich kenne dieses Firmenzeichen. Es ist das von Toni Taufrisch, frisch und frei durch Form- und Fitnessstudio. Ich werde den gut getrimmten Ganoven einen Besuch abstatten. Aber in Verkleidung. Getarnt als Eddie Erpel, ein harmloser Bürger, der ein paar Pfündchen abspecken möchte. Musik
So kam es, dass Darkwing schon am nächsten Tag seine Sachen packte, um als Eddie Erpel diesem Fitnessstudio einen Besuch abzustatten. Um keinesfalls erkannt zu werden, wollte er unbedingt allein fahren. Doch er hatte nicht mit seinem Nachbar-Ehepaar Herb und Binky Wirrfuß gerechnet, die ausgerechnet bei ihm auftauchten, als er sein Gepäck im Auto verstaute. Ich kann es nicht mal riskieren, Quack mitzunehmen. Niemand, aber auch gar niemand darf von meinem Ausflug ins Frisch und Frei durch Form- und Fitnessstudio erfahren. Oh, keine Bange, Eddie. Bei uns ist dein Geheimnis gut aufgehoben. Ehepaar Wirrfuß. Obgleich es keine Schande ist, wenn man ein bisschen abspecken will, nicht wahr, Herb, Schatzi? Ich persönlich würde mich ja nie im Leben in so ein Folterstudio blicken lassen. Aber mein liebes Frauchen... Hat diesen Ermäßigungsgutschein gefunden? Damit ist der Fitnessurlaub geradezu kriminell günstig. Lad die Koffer ein, Herbie. Ja, Schatz. Oh, es ist so reizend von dir, uns an deiner wundervollen Idee teilhaben zu lassen, Eddie. Tja, der arme Darkwing konnte sich gegen das Ehepaar Wirrfuß nicht zur Wehr setzen. Also stiegen sie einfach ins Auto und fuhren mit. Aber wer weiß, wozu die Anwesenheit der beiden noch gut sein konnte. Inzwischen hatten die beiden Gangster, Flex und Flux, den Rest ihrer Beute im Fitnessstudio abgeliefert und waren auf dem Weg zu ihrem Boss. Wirst du wohl leise sein, willst du, dass er sich aufregt? Der Mann ist 122 Jahre alt. Dann wollen wir ihn doch nicht erschrecken, nicht wahr? Also weck ihn auf, so wie deine Mutter dich geweckt hat, sanft, einschmeichelnd. Ist gut, Flexer, das kann ich, ja, ehrlich. Aufwachen! Wieso stört ihr mich? Ihr wisst doch, dass ich mindestens 17 Stunden in meinem Avocado-Kiwi-Schaumbad liegen muss. Reg dich ab, Tony. Eine Sekunde Ärger kostet dich 10 Minuten deines Lebens. Frieden rein, Ärger raus. Boss, wir haben alles, was auf der Liste stand. Wunderbar. Endlich kann ich anfangen. Und so begann der Boss, sämtliche Utensilien in seinen Swimmingpool zu schütten, um dann schließlich aus dem Gebräu einen ordentlichen Schluck zu nehmen. Ist es jetzt fertig, Boss? Ja, Boss, ist es jetzt fertig, hä? Noch nicht ganz. Ich habe Jahre gewartet, dies zu vollenden. Ich habe alles versucht, um mein Leben zu verlängern. Und nun wird es gleich mein sein. Das Elixier der Unsterblichkeit, der ewige Jungbrunnen. Es wird mein sein, sobald ich die letzte noch fehlende Zutat habe. Und die wäre, Boss? Eine einzelne, einzigartige Feder von einem wahren und reinen Helden. Reicht mir den Helm mit der Feder aus dem Museum. Er hat sie nicht gekriegt. Er hat sie nicht. Ich bestehe nur noch aus Runzeln und ihr konntet mir nicht mal eine simple kleine Feder beschaffen. Ich hasse Runzeln. Es war nicht unsere Schuld. Darkwing Duck hat uns aufgelauert. Darkwing Duck? Ja, er scheint jeden unserer Schritte zu kennen. Es würde mich nicht wundern, wenn er uns sogar hierher gefolgt wäre. Wirklich? Das hört sich schon besser an. Ja? Gewiss doch, für meine Zwecke taugen alle Heldenfedern. Sogar die eines Helden namens Darkwing Duck. Aber Flexer, wir sind doch die Ganoven. Darkwing Duck muss doch uns finden. Ich weiß. Aber wenn wir nicht ranschaffen, für den Boss kocht er aus uns sein Süppchen. Also mach die Augen auf. Wahrscheinlich hat er sich verkleidet. Und solange wir nicht wissen, wer er ist, führen wir den Laden ganz normal weiter. Hast du kapiert? Ja. Tja, die Gauner ahnten natürlich, dass Darkwing bereits auf dem Wege zu ihnen war. Und sie konnten sich auch denken, dass er ohne Maske bei ihnen auftauchen würde. Was sie nicht wissen konnten, dass er mit Verstärkung erscheinen sollte. Denn genau in diesem Moment kam er mit Herb und Binky vor dem Fitnessstudio an. Mit einem kleinen Liedchen. Mi, 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 mi. Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
saßen auf der Straße und erzählten sich. Ich sollte mir einen anderen Beruf suchen. Also unser Sohn Harvey Junior ist schon immer seinem Großvater nachgeschlagen. Das ist ein Foto des kleinen Rackers. Er war 6 Monate alt und schon schlägt er nach seinem Großvater. Ein Glück, dass wir ihm die Baumsäge weggenommen haben. Seitdem vermisst Großvater nämlich sein Holzbein. Genießt diese herrliche Bergluft. Ja. Ja, die ist nicht annähernd so dick wie bei uns zu Hause. Ich hätte ja sowas nie für möglich gehalten, Flux. Aber dieser Fettklops da ist mindestens so dick, wie du dämlich bist. Ja. Oh, Sie sind vermutlich eine dieser entzückenden Trainerinnen, die in der Broschüre erwähnt waren. Ihr klobistischen, schlaffen Vogelfuttersäcke, nehmt Haltung an! Du solltest dir eine andere Broschüre besorgen. Nur wenige Minuten später waren Darkwing, Herb und Binky im Fitnessstudio und trainierten. Herb und Darkwing hatten an den Handgelenken Armbandgewichte, mit denen sie die Armmuskulatur stärken sollten. Flex und Flux gingen mit ihren neuen Kunden nicht gerade freundlich um, ahnten sie doch, dass einer von ihnen Darkwing Duck sein musste. Ihr Schlappis, gegen euch ist ein Wackelpudding, Mr. Universum! Oh, ist das nicht herrlich, Schatzi? Und sind diese Armbandgewichte nicht einfach fabelhaft? Puh, eine halbe Liegestütze und ich bin reif für ein geruhsames Nickerchen. Wir sehen uns dann oben im Zimmer, Binky, Schatz. Regel Nummer 1. Unerlaubtes Entfernen von den Leibesübungen ist strengstens untersagt. Und ich meine, Frenzen. Wie sollen wir rausfinden, welcher dieser komischen Vögel Darkwing Duck ist, ha? Wie denn wie? Wir sorgen einfach dafür, dass alle dort sind, wo sie zu sein haben, wenn sie dort sein sollen. Und wer da nicht dort ist, der ist Darkwing Duck. Fangen wir gleich mit dem da an. Herr Wirrfuß. Doch noch bevor die beiden Gauner etwas unternehmen konnten, stand plötzlich Darkwing Duck in voller Maskierung vor ihnen. Mein Name ist Duck. Darkwing Duck. Darkwing Duck? Er ist... Oh, das ist der, von dem wir für den Boss die Feder besorgen sollen. Stimmt's, Flexa? Euer Boss, hä? Dachte ich's mir doch, dass ihr zwei nicht selbstständig seid. Mach ihn arbeitsunfähig, Flux. Wie gern würde ich doch bleiben, doch ich muss eurem Boss einen Besuch abstatten. Hoch mit dir, Flux. Wir brauchen eine Feder von ihm. Vergessen, diese blöden Armgewichte abzuschnallen. Doch dazu später. Also flüchtete Darkwing nun mit Armgewichten in den Garten hinaus. Flex und Flux verfolgten ihn natürlich sofort, weil sie unbedingt eine Feder von ihm haben wollten. Doch als sie im Garten ankamen, entdeckten sie nur Herb Wirrfuß, der sich, wegen der großen Anstrengung, inzwischen abzusetzen versuchte. Wo ist er hin? Da läuft er. Aber das ist dieser Wirrfuß. Darkwing Duck ist ein Meister der Verkleidung. Los, schnappen wir ihn. Mein Körper kann nur ein gewisses Maß an Strapazen ertragen. Ich setze mich lieber rechtzeitig ab. Ich hab die Feder, Flugsa. Ich hab sie. Das war ich. Los, Flugs. Bringen wir das Federchen zum Boss. Aber Dalli. Die ganzen Kasernenhof-Methoden. Ich muss unbedingt das Zweite suchen. Wetten, dass der Boss einen Freudenseito macht, wenn er die sieht? In der Tat war der Boss über die Feder, die Flex und Flux dem armen Herb herausgerissen hatten, begeistert. Lange habe ich gewartet auf diesen Augenblick. Nun endlich wird ewige Jugend mich durchströmen. Fühlen Sie sich schon jünger, Boss? Hex! Ich habe Lust, die Laute zu schlagen. Ich habe Lust zu kegeln. Ihr Versager! Ihr Nieten! Ihr habt mir die falsche Feder gebracht! Rasch, holt mir das Gegenmittel! Ich überlebe keine weitere Sekunde in solch einem Körper! Raus mit euch und schafft mir die richtige Feder herbei! Flex und Flux taten sofort, was ihnen der Boss befohlen hatte. Und sie hatten Glück.
denn es gelang ihnen, Herb und Darkwing zu überwältigen. Sie schweißten einfach die beiden Armgewichte zusammen, sodass die beiden nun aneinander gefesselt waren. So eine Niederlage hatte Darkwing schon lange nicht mehr erlebt. Aber das Schlimmste sollte ja noch kommen. Denn einer der beiden Gauner ging nun mit einer Zange auf Darkwing zu, um ihm eine seiner Federn auszurupfen. Da ich heute einen der schlimmsten Tage meines bisherigen Daseins durchgemacht habe, steht mir doch wohl das Recht zu erfahren, was hier eigentlich los ist! Das wirst du sogleich erfahren. Flexa, die Feder! Hey, wozu denn die Vorsicht, Herzchen, das ist Privateigentum. Privater geht's fast nicht mehr. Danke, Darkwing Duck. Diese Feder fehlte mir noch zu meinem Glück. Ach ja? Eigentlich habe ich auch ziemlich an ihr gehangen. Unglücklicherweise seid ihr nun eingeweiht und deshalb müssen wir euch zwei beseitigen. Nichts für ungut, Großväterchen. Aber selbst wenn du mir damit die Hände auf den Rücken fesselst, lege ich dich immer noch aufs Kreuz. So? Mit diesen Worten nahm der Boss nun ein paar kräftige Schlucke von seinem neuen Elixier und verwandelte sich plötzlich vor den Augen unserer Freunde in einen jungen, kräftigen Mann zurück. Ha, jetzt soll ich wohl beeindruckt sein, du Walross. Au! Au, 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 au! Tja, da hatte Darkwing nun Pech gehabt. Er wollte dem Gangsterboss nämlich einen Tritt in den Allerwertesten versetzen, hatte sich dabei aber gehörig den Fuß verstaucht. Hängt man das Zeug auch ohne Rezept? Du wolltest mich doch, wenn ich mich recht erinnere, aufs Kreuz legen. Ich? Ich hab nicht ein Wort gequakt. Ich bedauere es wirklich, euch abmurksen zu müssen. Ich bin von der Aussicht auch nicht unbedingt begeistert. Ich rechne trotzdem mit eurem Verständnis. Ihr kennt mein Verjüngungselixier und ich will nicht, dass es mir jemand abjagt. Auch nicht meine treuen Gehilfen. Und so fesselte der Boss nicht nur Darkwing und den dicken Herb an eines der Sportgeräte, sondern sperrte sogar seine beiden Gehilfen Flex und Flux in einen Schrank ein. So, das war das. Ihr habt noch eine winzig kleine Galgenfrist. Diese Bombe hat einen Zeitzünder und geht erst hoch, wenn ich mit dem Elixier in Sicherheit bin. Du bist verwirrt in der Birne. Du kommst niemals ungeschoren davon. Wissen Sie, eigentlich ist er schon ungeschoren davon gekommen, aber irgendwas musste ich doch sagen. Oh, die arme Vicky. Dass ich in die Luft fliege, wird in den Tag gehörig vermiesen. Sie dürfen nicht gleich so schwarz sehen. Wenn Sie sich aufrichten könnten, würde ich an meine Fesseln rankommen. Mich aufrichten? Das würde ich nicht mal schaffen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Vielleicht haben Sie es noch nicht bemerkt. Es hängt! Naja, ich schätze, ein Versuch tut nicht weh. Au! Ich hab mich geirrt. Der Versuch tut sogar sehr weh. Gucken Sie einfach hoch zu Ihrem Bauch und stellen Sie sich vor, da läge ein dicker, fetter oder schmackhafter formuliert, ein frisch gebrutzelter, saftiger Hamburger. Tut mir leid, ich bin weder eine Hilfe für Sie, noch für meine kleine Binky, noch für sonst irgendjemanden. Herr, denken Sie doch nur an Binky, rappeln Sie sich hoch für Binky. Binky? Ich darf meine kleine Binky nicht enttäuschen. Ja, ich hab's geschafft. Und ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder schaffen muss. Kommen Sie jetzt, wir müssen diesen alten, jungen Knacker fassen. Zwar waren Herb und Darkwing noch immer mit den Armgewichten aneinander gefesselt, konnten nun aber den Boss mit seinem Verjüngungselixier verfolgen. Damit habe ich Elixier, solange ich lebe. Was ein Weilchen dauern kann in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt unsterblich bin. So ähnlich wie wir. Was? Ich dachte, ihr seid tot. Was soll's? Ihr kommt zu spät. Ich habe bereits einen Eimer davon ausgetrunken. 2-1, Risiko. Vergiss, ich bin nicht mehr so alt und klapperig, wie ich noch vor kurzem war. So hatte ich mir das mit dem Risiko nicht vorgestellt. Hey, du, lass ihn sofort los. Der dicke Herb war mit seinem ganzen Gewicht auf den Gangsterboss losgegangen. Dabei waren sie alle, Herb, Darkwing und der Boss, in den Swimmingpool mit dem Verjüngungselixier gefallen, was sofort seine Folgen hatte. Denn in 0, nichts waren alle drei wieder
zu kleinen Kindern geworden. Aber das hatte auch sein Gutes. Denn dadurch waren die Armgewichte, die Herb und Darkwing an den Handgelenken trugen, zu groß geworden, so dass die beiden nicht länger aneinander gekettet waren. Du böser, gemeiner Kerl, was hast du da angestellt? Das kommt davon, wenn man eine Hexensuppe kocht. Ja, das kommt davon. Ist ja irre, ich bin frei. Yes. Kannst du was erleben? Oh, nein. Au, das war gemein, das tut weh. Das, wie heißt es noch? Ah, das Gegenmittel. Ich muss mir das Gegenmittel holen. Wenn ich das trinke, bin ich wieder groß und stark. Und dann kannst du was erleben, Duck. Mit diesen Worten sprang der kleine Gangsterboss aus dem Pool und griff nach der Flasche mit dem Gegenmittel. Doch wieder war Herb zur Stelle, der den Boss einfach anrempelte. Dabei fiel ihm die Flasche aus der Hand, die Darkwing jedoch sofort ergriff, um gleich danach einen kräftigen Schluck aus der Pulle zu nehmen. Mein Verjüngungselixier ist futsch! Es ist zwar kein Nesquack, aber schluck es trotzdem, Wirrköpfchen. War aber jemand ein sehr, sehr böser Junge. Ich hab's nicht getan. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Wenn du wieder rauskommst, bist du gerade so alt, dass du wählen darfst. Vielleicht. Die Jugend ist verschwendet an die Jugend. Tja, ich wollte nur sagen, dass... Nach dieser Geschichte mit der Bombe da... Nun, tja, was ich sagen will, ist... danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Herb. Danke, Herb. Darkwing Duck bedankt sich bei mir, dem einfachen alten Herb Wirrfuß. Ja, das geht mir runter wie Cremetorte, wenn ich das Pinky erzähle. Sie wird mir nie glauben, dass... Oh, bei all der Aufregung, hoffentlich ist dir nichts passiert. Tja, nachdem Herb und Darkwing das Gegenmittel geschluckt hatten, waren sie wieder zu ihrem normalen Aussehen gekommen. Nur der Gangsterboss lief noch immer als kleiner Junge herum. Als nun Binky hereinspaziert kam, erkannte Herb sie zuerst gar nicht wieder. Sie war nämlich die ganze Zeit über bei der Maniküre gewesen und sah nun unheimlich toll aus. Verzeihen Sie, Fräulein, aber ich suche meine... Binky? Meine Binky! Du bist süßer als ein rosarotes Marzipanschwein mit Zuckergussöhrchen. Oh, Herbie, was du immer sagst. Wir sind nicht allein. Eddie, wo hast du denn gesteckt, Kumpel? Du wirst mir nie glauben, was mir heute alles passiert ist. Aber wir haben ja eine schnuckelige 13-Stunden-Fahrt vor uns. Und ich kann es kaum erwarten, hier alles haarklein zu verklickern. Also es fing damit an, dass ich aufs Zimmer gehen wollte, um ein kleines Nickerchen zu machen. Aber dann... Nun, Ende gut, alles gut. Zu einem großartigen Fitnesstraining waren unsere Freunde zwar nicht gekommen, hatten dafür aber wieder einmal einigen Verbrechern das Handwerk gelegt. Guten Gewissens traten sie also die Heimreise an. Und wer weiß, welche neuen Abenteuer dort bereits wieder auf sie warteten. Aber davon berichten wir in der nächsten Folge mit den spannenden Geschichten unseres großen Helden Darkwing Duck.